So, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's hier bei Minecraft East Infinity. Letztes Mal haben wir ja hier ein bisschen mit dem Tisch angefangen zu spielen, mit dem Deco-Craft. Und da wollen wir heute weitermachen. Bin ich jetzt umentschlossen. Oh, gibt's Netherrack-Effekt. Okay. Netherrack-Soul-Sand-Effekt. Okay. Naja, auf jeden Fall. Bei mir jetzt umentschlossen, kann ich das eigentlich da wieder reinmachen? Wie halte ich das bitte? Die alles wiederverwenden, okay, nicht ablenken lassen. Ich nehme die Single Bridge, dann sieht es auch besser aus, wahrscheinlich. So. Dann brauchen wir als nächstes Hilfsblöcke. Als die Mitte. Ja. Sieht nicht besser aus, aber. Ja, doch, sieht schon besser aus. Kommt mal halt hier so, so ein kleiner Steg. Unsere Insel. Jetzt brauchen wir Gras. Wir haben halt nur 79, das heißt, wir gehen jetzt erstmal Gras farmen. Gehen wir da zu Home, Millennium Home, was haben wir denn noch verwalten eigentlich? Die gute alte Twilight Forest, würde ich mal sagen. Dauert mal kurz zum Laden. Wenn so heiß ist, hat der PC halt auch nicht wirklich Bock. So, da gibt es doch ganz viel. Da habe ich einen Baum umgeholt. Einfach mal, dass wir mal so viel wie möglich mitnehmen. Vielleicht noch ein bisschen Holz dazu. Ein paar Blumen. Mal mitnehmen. Das heißt, dass wir davon gebrauchen können. Dann haben wir gleich den Building Guide. Nehmen wir dann jetzt ein paar Stacks, Moment. Holz weg, Blumen weg, Bitte weg. Alle Dreck weg. Hier 3/4 Stacks. Das wird eigentlich schon reichen, aber ich nehme nur die Mitte. Dreckboller. Ups. Ja. Das ist hier was mit. Und hier noch. So geht's doch wunderbar. Da ist schon was zusammengekommen. Clay, Poppy, Wurzeln. So passt's. Dann mal einen Schluck trinken. Und dann können wir zurück in Twilight Forest, ins letzte Millennium. Da. So. Vom Lad. Dann brauchen wir Building Guide, dann brauchen wir einen Angel Block. Block und dann brauchen wir unseren Building Rod. Jetzt hier dagegen setzt, ist es hoch. Passt's aber.
Tada. Und mal hier so ein Stück. Das müsste groß genug sein, oder? Fische reichen. Den brauchen wir dann gar nicht. Jetzt müssen wir erstmal die Mitte finden. So, hier auf. Dann brauchen wir unseren Lever. Zeigt der gerade. Der ist noch auf Google eingestellt. Triangle Mode. Guck mal, dass es den gibt. Pentagon. Scheiße aus. Pentagon. Machen wir ein Hexagon. Ja, machen wir ein Hexagon. Jetzt. 16, 15, 10. So verzählt. Oh Mann. Jetzt brauchen wir Building Wand. Ach scheiße. Da hat es ja kein. Da der Block ja kein Gras mehr hat. Passt jetzt nicht mehr. Ups. Einen. So. Andere Seite ist das gleiche. Wahrscheinlich müssen wir doch noch. Doch eine Dreckholle drin. Oh. Dem geht's auf der Seite nicht. So. Ja, wir brauchen nochmal Gras. Bomb ist also fertig. Okay. So. Gipfel da hin und aus. Da haben wir noch zwei hin. Und das hier. Zack, zack. Und zurück in der Twilight Fall. Ja, dann bauen wir da unseren Turm drauf. Twilight Forest. Ja. Am Lad. Dauert gerade schon ein bisschen lang, das Welten switchen. So angestrengt wegen der Hit. Und das ganze Spiel wird auch in der Welt. Ah, da müsste ich vielleicht mal die Ringwelten löschen. RF Tool Worlds. Eigentlich brauchen. Um eigentlich da irgendeine Nütze zu finden. Ich glaube, wir hatten ja mal eine Glowstone World, oder? War das mit. Ding mit. Wie haben wir die Glowstone. Wir hatten ja eine Glowstone World. Kann ich mich erinnern? Wollte ich nicht. Und jetzt wollte ich nur wissen: Haben wir die mit RF Tools gemacht? Oder haben wir die mit. RF Tools oder mit. Der anderen. Ein Büchermod. Voll blöd. Mistcraft. Mal wieder wissen.
So, einmal wieder. Einiges. Könnte reichen. Vor allem, da wir noch ein Stack jetzt drüben haben. Aber ich glaube, wir bauen noch ein bisschen was ab. Weil letztes Mal, dass hier noch Zeit ist, sonst bin ich kaputt. Okay, das Ganze noch zurück. Weg das, weg das. Und dann. Ja. Also, nein, oh Gott. Da soll ich sowieso laden, von dem her ist nicht so schlimm. Wegen unserer Quarries. Da müssen wir entscheiden, mit was für Steine mir. Unser Ding bauen werden. So. Mal gucken. Bauen außenrum, aber was für einer? Und Painting Machine anschmeißen. Problem, ich glaube, die Painting Machine Zäune. Sind, die verbinden sich. Das habe ich in Erinnerung. Mal gucken. Fertig. Dann brauchen wir Oktagon. Sogar besser aussehen. So, nee, das sieht. Zylinder. Und jetzt muss man kleiner machen. 9 auf 8 auf. Größer. Gleich sein. Ich glaube, nee, das ist nicht. Das ist nicht zu groß, das sollte reichen. Und jetzt festlegen, was für Steine. Einmal down. Ein. Insel außenrum, die wollen wir sowieso nochmal anpassen, weil. Also. Jetzt einmal um Stone. Bissel Stone, was gibt's denn da alles? Wo man schön fürs Hausbau benutzen könnte. Ein Stone Brick. In Wirklichkeit, da haben wir sowieso viele. Kohle. Lava Stone, der sieht cool aus, da macht man einen Grill, da kann man einen Grill damit basteln. Dann Glowstone. Ja, genau, mit dem Arkane Stein jetzt ganz nett. Brick. Haben wir schon mal alle? Oh. Checkbotanie ist sowieso nett, deswegen keine Ahnung, wie man die Steine hier macht. Wird es hier cool aussehen? Das Forestry, da könnte man auch nochmal reingucken in Mod. Weiß ich jetzt auch nicht so viel. Red Nether Brick. Was nehmen wir denn?
Einen weißen Turm würde jetzt da schon gut aussehen. Redstone ist vielleicht ein bisschen. Übertrieben. Dauer Nether Brick. Okay, danke. War eigentlich genügend haben, Nether Brick, falls muss nehmen. Machen wir es so ein. Chisino. Und sein. Da ist er. Nether Brick. Ja. Brick, wie auf jeden Fall cool aus. Aus dem eher nicht. ID 137988. Okay, das ist aufsteigend. Halt wird uns Lot verbraucht. Hier. Large Bricks. Und Brick Tower. Okay, haben wir. Dann. Mal guckt. Das hier war Sackfeuer. Würde eigentlich gehen, aber das können wir recht automatisieren. Techmill, Clay, Carpent. Stimmt, das war so aufwendig, das zu bekommen, deswegen haben wir es jetzt mal auch noch schon gemacht. Wenn es cool aussehen würde. Bissl. Einfach normale Bricks. Purple Fantasy. Würden cool aussehen. Brimstone. Ich mach mal Brimstone. Wo ist er denn hin? Hier Brimstone, Brimstone. Oh. Weg, der kommt im Inventar. Und dann hier Large Grimstone Brick. Oh, der hat einen neuen Effekt beim Abbauen. Das bin nee, das ist auch nix. Da hinten sind jetzt echt viel gespawnt. Dann können wir schon mal Zäune mitnehmen. Hätte ich dann gern aber in einem anderen. Da können wir mal den Nether Brick nehmen. Gucken, ob die sich dem Ding anmalen lassen. Oh. Gut. Wie sehen die dann aus? Mal kurz abwarten. 3 haben. Oh, das sieht cool aus. Okay, das machen wir so. Da können wir es verwenden. Cool. Eine Weile. Das bauen echt alle Viecher. Was ist das? Jetzt haben wir hier schon Kühe, Schafe. Jetzt brauchen wir bloß noch eine Magnum Torch. Halt, nee, nicht. Hier drunter ist halt direkt eine Magnum Torch. Sollte also nichts spawnen. Weiß auch nicht, ob ich noch mit einem Ring außenrum machen soll, mit anders angemalt ist. Was wir hier brauchen, ist ein genau, Dogtatic. Das ist schon fertig.
Wenn das am Anfang auch so einfach gegangen wäre. Geht ja jetzt ruckzuck. Boah, da ist immer noch eine Frage gelöst, was von Brick nehmen wir? Diamant, nee. Weil wie viel Dias haben wir eigentlich? 1500 ist echt nix. Runic Dungeon. Die Bricks, die Runic Dungeon Bricks sehen echt cool aus. Bräuchte ich auch Magical Chalk oder Nether Keys. Dungeon Key. Arcane. Oh, da kommt Formcrafting, kann man chiseln. Durch. Fangen wir an. Ey. Ich will jetzt echt über die Brücke laufen. Ah, ich hoffe, das bringt nicht. Ja, hier muss noch mit Sand auskommen, weil das passt dann nicht. Mit Bricks. Ist Haus drin. Rein. Die will ich eigentlich nicht hier haben, die komische Gnome. Den komm. Komm. Da müsste ich jetzt der AOE-Effekt von meiner Waffe ausschalten und dann mal rumschnetzeln. Scheiß. Was wollen die eigentlich? Naja. Nicht mal was zum. Wollen nicht mal handeln. Nee, das Gras wächst nicht zurück. Das ist bei uns in der Base auch mal ein bisschen lebendiger. Ich hier rumhuppert. Oh. Push only. Langsam reicht's, ja. Hin. Und nicht weg. Baue ich das jetzt eigentlich, wenn ich nachher eh nochmal außen rum eine Reihe machen muss. Dann müssen wir jetzt nochmal gucken, was muss ausbauen. Hier würde es Fantasy Blocks geben. Granite Blocks. Eis. Ja, würde auch gehen. Obsidian. Vielleicht ein bisschen zu dunkel, Obsidian. Das können wir auf jeden Fall für die Fenster nehmen. Dann hier, was gibt's da noch? Das sieht ja auch cool aus, sicher. Great. Wie mache ich den? Block of Bronze. Okay. Nein. Feuer. So eine schwere Entscheidung. Marble könnte man nehmen. Marble Bricks. Was ist das unter unserem Arsch? Polished Stone Brick. Wäre Entscheidung Small Stone Brick, das ist einfach Stein, das könnte man auch natürlich machen. Polished Stone Brick, das ist das, was wir gerade hier haben. Was waren denn die farbigen Bricks? Genau.
Das... Nee. Large Lapis Brick. Colored Lapis. Ah nee, das ist andersrum gewesen. Stein hier gewesen und hier Lapis rein. Das können wir mal kurz machen. Blaues Haus. Wo war's denn? Und wo war die Paintbrush? Hat man Shiny gehabt. Da hat man sogar Shiny gehabt. Verdammt. Dann einmal. Ah, das sind ja Sachen, die muss hin. Da hat man dann die. Machen wir mal 14. Da hat man die zu Bricks gemacht. Okay. Die kann man da ganz normal die Stein benutzen. Wir wissen, wie man aus denen Bricks macht. Gut. Explating, das würde sicher auch cool aussehen. Wie mache ich aus den Bricks? Lapis Bricks so nett. Okay. Und jetzt brauchen wir noch Brick, oder? Probieren wir es einfach aus. Nein, funktioniert dann. Lapis Block. Wir hätten es ja eigentlich. Eigentlich da ist das Ganze noch mit Redstone geben. Nein, gibt's nicht mit Redstone, schade. So könnten wir aber eigentlich auch einen Haufen von dem herstellen. Im das Construct Chisel. Aber ich glaube, ich habe lang genug rumgerätselt für diese Folge. Ich meine sogar Pferdle. Eieiei. Jetzt ist aber da eine Hölle los. Die sind halt ein bisschen scheiße. Würde Töne von sich geben. Naja. Dann würde ich sagen, müssen wir mal gucken, welchen Brick wir jetzt endlich endgültig benutzen. Könnt ihr ja mal Kommentare reinhauen, was für einen wir benutzen sollten. Und was auch cool aussehen würde. Für so einen Turm. Ja, dann sieht man sich zur nächsten Folge. Von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und bis.